Auf die Unternehmerinnen und Unternehmer kommt eine Reihe von Veränderungen und neuen Anforderungen zu. Grund ist die neue europäische Datenschutzgrundverordnung. Sie bringt viele Neuerungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten mit sich. Ab dem 25. Mai dieses Jahres muss jedes Unternehmen die Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, kurz EU-DSGVO, und des neuen Bundesdatenschutzgesetzes umsetzen und in den Unternehmensalltag integrieren. Wegen diesen vielen Neuerungen veranstaltete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 20. Februar eine Informationsveranstaltung für kleine und mittelständische Unternehmen. Eröffnet wurde sie vom IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Merz. Um den Teilnehmern ausreichend Informationen und Hilfestellungen zur Umsetzung des neuen Datenschutzrechts zu geben, fanden informative Vorträge statt. So thematisierte Oberregierungsrätin Dr. Viktoria Ludwig vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Chancen und Herausforderungen für Unternehmen. Viele von ihnen arbeiten täglich mit personenbezogenen Daten. Für sie hat das Thema große Bedeutsamkeit. Wir sind ein Gäste- und Seminarhaus und haben dadurch sehr viele personenbezogene Daten, die wir natürlich auch irgendwie verarbeiten müssen, privater als auch geschäftlicher Natur und in meinem Bereich, in der pädagogischen Tätigkeit nochmal besonders personenbezogene Daten von Minderjährigen, und deshalb ist das schon für uns hochrelevant jetzt, das Thema. Carsten Nock, Referatsleiter beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, informierte über die neue europäische Datenschutzgrundverordnung. Wichtige Neuerungen sind zum Beispiel die verstärkte Dokumentationspflicht, eine Informationspflicht gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Bewerbern sowie eine Meldepflicht für Datenpannen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen kann dieser Umstellungsprozess vor Herausforderungen stellen. Mit der DSGVO kommen zusätzliche Pflichten auf die Geschäftsführer zu. Also die kleinen und mittleren Unternehmen werden Mühe haben, weil die Aufwände für das Thema Datenschutz deutlich steigen. Also es gibt so Aussagen wie, wir haben in den letzten 10 Jahren eher nichts gemacht und man gibt jetzt in einem Jahr alles aus, was man die letzten 10 Jahre gespart hat. Ich glaube, das ist ein bisschen überspitzt, aber es ist schon deutlich mehr Aufwand, als wir das bisher hatten beim Thema Datenschutz. Und von daher ist, glaube ich, wichtig für die gerade kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie genug Zeitreserven und auch Aufwandsreserven zur Verfügung stellen, damit man das vernünftig und gesetzeskonform machen kann. Fachanwalt für IT-Recht Thomas Feil klärte die Teilnehmer über den Beschäftigtendatenschutz auf. Auch über die Umsetzung des EU-DSGVO in der Praxis ging es in seinem Vortrag. Rechtsanwalt Thomas Feil gab den Unternehmern Tipps und Trick mit auf den Weg, wie sie die neue Datenschutzgrundverordnung in ihren Unternehmeralltag integrieren können. Er machte deutlich, wie wichtig die neue Verordnung und Meldepflicht ist. Also die Meldepflicht tritt ab dem 25.05.2018 in Kraft. Also wenn dann ein Datenschutzvorfall passiert, also wenn beispielsweise ein USB-Stick abhanden gekommen, ein Notebook geklaut wird oder ein Hackerangriff passiert ist, dann haben Sie eine zweistufige Meldepflicht. Also erste Stufe ist, wenn nur normale Risiken für die Rechte und Freiheiten von Personen da sind, dass man dann an die Aufsichtsbehörde meldet. Und wenn besondere Gefahren vorliegen, dass dann auch die Betroffenen informiert werden. Also man hat im Grunde zwei Prüfungen, die man dann als Unternehmen machen muss, um zu entscheiden, ja, welche Informationspflichten müssen konkret erfüllt werden. Am Ende der Veranstaltung konnten die Teilnehmer ihre Fragen an die Experten stellen und bekamen neue Erkenntnisse über die Vorgaben, die sie bis zum 25. Mai erfüllen müssen. Wir haben uns bisher noch nicht so sehr damit beschäftigt, deshalb bin ich ja jetzt auch hier, und ich habe schon sehr viel Neues mitbekommen, vor allem auch, wie wir intern Dinge regeln, die Informationspflicht gegenüber den Personen, deren Daten wir dann verarbeiten, das ist schon sehr relevant für uns. Gerade in der Handhabung nachher, auch in den Details, sage ich jetzt mal, konnte ich einige Empfehlungen für unseren Betrieb mitnehmen.